Herzlich willkommen zum lebendigen Adventskalender, Türchen Nummer 18. Ich lese eine Geschichte von Silke Hachmeister, Das Schönste an Weihnachten. Pauline malte kleine Tannenbäume auf den Rand ihres Aufsatzheftes. Jetzt hatte sie schon einen ganzen Nadelwald und immer noch keine Idee für ihren Aufsatz. Was ist das Schönste an Weihnachten? Überlegte sie. Außer den Geschenken. Sie war natürlich in Wirklichkeit das Schönste, aber das konnte sie ja nicht schreiben. Die Geschenke. Pauline sprang auf. Der Aufsatz konnte warten. Mama und Papa waren nicht da. Und Antonia lag mit Kopfhörer auf dem Bett. Das war die Gelegenheit für eine erste Suchaktion. Es war ihr ein Rätsel, wie Mama und Papa es jedes Jahr wieder schafften, die Geschenke so gut zu verstecken, dass Pauline sie nicht finden konnte. Das Haus war klein und übersichtlich. Das merkte Pauline immer, wenn sie mit Jenny Verstecken spielte. Bei Jenny nebenan ging das viel besser als bei Pauline. Jennys Haus hatte einen Dachboden und einen Keller und eine Rumpelkammer. Bei Pauline gab es zwei Zimmer, unten und zwei Zimmer oben. Das war's. Ach ja, die Küche und das Bad gab es natürlich noch. Aber wo sollte man da etwas verstecken? In einem Geheimfach unter den Fliesen vielleicht? Pauline ging in die Küche und klopfte den Fußboden ab. Nein, keine hohle Stelle. Also doch erstmal in die Schränke gucken. Auf Zehenspitzen schlich sie ins Elternschlafzimmer und stellte sich vor den verspiegelten Kleiderschrank. Ihr gegenüber stand ein Mädchen mit glühend roten Wangen. Sie platzte fast vor Spannung. Wenn sie nun wirklich ihr Geschenk finden würde. Aber ganz oben auf ihrem Wunschzettel stand ein Fahrrad. Ein rosa Fahrrad mit Gangschaltung. Das passte nicht in den Kleiderschrank. An zweiter Stelle kamen Schlittschuhe. Weiße. Wie Eiskunstläuferinnen sie tragen. Am liebsten hätte Pauline sich noch ein kurzes Röckchen dazu gewünscht. So eins, das bei den Pirouetten schön hochfliegt. Aber beides, Schlittschuhe und ein Röckchen, das war vielleicht ein bisschen viel für einmal. Sie hatte trotzdem einen Blick von einer richtigen Eiskunstläuferin auf dem Wunschzettel gemalt. Mit Röckchen und allem drum und dran. Man konnte nie wissen. Pauline kramte in den Wäschefächern, aber da war wirklich nur langweilige Wäsche. Unten im Schrank lagen ein paar Plastiktüten herum. Ob darin? Nein, nur Schuhputzzeug, alte Lappen, eine Sammlung von Haarspangen aus der Zeit, als Mama noch lange Haare hatte. Hinten im Schrank lagen drei Rollen Geschenkpapier, aber keine Geschenke. So komme ich nicht weiter, dachte Pauline. Es ist jedes Jahr dasselbe. Bestimmt sind die Geschenke gar nicht im Haus. Vielleicht kaufen Mama und Papa sie erst kurz vor der Bescherung? Pauline lief zu Antonias Zimmer und riss die Tür auf. Antonia fuhr hoch. Kannst du nicht anklopfen? Schrie sie. Sie schrie, weil sie ja den Kopfhörer auf hatte und sich selbst nicht hören konnte. Sie nahm den Kopfhörer ab. Immerhin, das machte sie nicht immer, wenn Pauline etwas von ihr wollte. Was ist? Du, sagte Pauline. Was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Von dir? Nee, sagte Pauline und wurde ein bisschen rot. Na, von Mama und Papa. CDs, sagte Antonia. Und was zum Anziehen? Wieso? Weißt du schon, was ich kriege? Fragte Pauline. Es sollte beiläufig klingen, aber ihre Stimme kippelte etwas. Nee, sagte Antonia. Und wenn ich's wüsste, würde ich es dir bestimmt nicht verraten. Ich bin ja kein Spielverderber. Sie wuschelte Pauline durchs Haar und setzte den Kopfhörer wieder auf. Ende der Sprechstunde.
Pauline stand eine Weile im Flur herum. Sie könnte ihren Aufsatz schreiben, aber außer Tannenbäumchen fiel ihr immer noch nichts ein. Sie zog sich ihre Schuhe an, ging nach nebenan. »Ich wollte auch grad zu dir«, sagte Jenny, als sie die Haustür aufmachte. »Hast du deinen Aufsatz schon fertig?«, fragte Pauline. Jenny nickte. »Und was ist das Schönste an Weihnachten?« »Na, dass mein Bruder aus England kommt«, sagte Jenny. Und sofort hatte Pauline ein schlechtes Gewissen. »Und mir ganz viele Kekse mitbringt«, fügte Jenny hinzu, und da fühlte Pauline sich schon besser. »Du«, sagte Pauline, »weißt du zufällig, was ich zu Weihnachten kriege?« »Nee, wieso?«, stammelte Jenny. »Wie kommst du darauf?« Dabei sah sie so ertappt aus, dass die Sache für Pauline klar war. Jenny wusste was. Paulines Herz schlug einen Trommelwirbel. Hatten die Eltern Paulines Geschenk bei den Nachbarn versteckt? Ja, so musste es sein, weil das Geschenk nämlich zu groß für ihr kleines Haus war. Also war es. »Ein Fahrrad«, sagte Pauline, nicht als Frage, sondern als Feststellung. Jenny guckte sie erschrocken an. »Ich hab's dir aber nicht verraten«, sagte sie schnell. »Ein Fahrrad«, rief Pauline. »Super! Hast du es gesehen?« Sie hatte ein seltsam leeres Gefühl im Bauch. »Meine Mutter hatte es hinten im Auto«, erklärte Jenny. »Es lag eine Decke darüber, aber das Hinterrad guckte ein bisschen raus. Naja, ich hab sie gelöchert und da hat sie mir gesagt, dass es für dich ist.« Als Pauline später am Nachmittag wieder nach Hause kam, versuchte sie, normal auszusehen. Die ganze Zeit bis Weihnachten versuchte sie, normal auszusehen. Und nicht wie ein Kind, das schon weiß, was es zu Weihnachten bekommt. »Hast du was?« »Du bist so still«, sagte Mama einmal. »Du nervst ja gar nicht mehr zum Rum wegen deiner Geschenke«, sagte Antonia. »Ich glaube, du wirst langsam groß.« Heiligabend hatte Pauline den ganzen Tag Bauchschmerzen. Sie schloss sich im Bad ein und übte vorm Spiegel überraschte Gesichtsausdrücke. »Oh, toll, ein Fahrrad«, flüsterte sie und kam sich vor wie ein Mädchen in einer Fernsehserie. Dann war es soweit. Pauline und Tonja wurden zur Bescherung ins Wohnzimmer gerufen. Pauline ging mit Wackelbeinen. Unterm Weihnachtsbaum lag die bunt verpackten Geschenke. Und auf jedem Geschenk klebte ein goldener Stern mit einem Namen darauf. Pauline suchte gar nicht erst nach ihrem Namen. Das Fahrrad konnte ja nicht dabei sein. Das war zu groß zum Einpacken. Wahrscheinlich stand es draußen vor der Tür und wartete dort auf Pauline. Tadadada, rief Papa und legte Pauline eine große Schachtel in die Arme. Eine rote Schachtel mit einem goldenen Stern, auf dem Pauline stand. Was ist das denn? Fragte sie verwirrt. Na, pack doch mal aus, sagte Mama. Pauline schüttelte die Schachtel. Drinnen klirrte es ein bisschen. Hastig rupfte sie das Geschenkpapier ab und machte die Schachtel auf. Darin lagen, das sah Pauline durch zwei dicke Tränen, weiße Schlittschuhe mit blitzenden Kufen, wie Eiskunstläuferinnen sie tragen. »Warum weinst du denn?«, fragte Papa erschrocken. »Bist du enttäuscht, weil du kein Fahrrad kriegst?« Pauline sagte nichts. Sie konnte nicht, weil sie so schluchzen musste. »Wir wollten dir erst ein Fahrrad schenken«, sagte Mama, »weil Jenny ja auch eins bekommt. Aber wo dieses Jahr doch endlich mal der See zugefroren ist, dachten wir.« »Sie sind so schön«, sagte Pauline schniefend. »Viel schöner als ein Fahrrad.« »Und guck mal, was ich für dich habe.« Antonia holte ein Päckchen mit lauter kleinen Elchen unterm Weihnachtsbaum hervor. Es fühlte sich weich und leicht an. Mit zitterigen Händen packte Pauline es aus. Sie sah rosa Stoff. Rosa mit weißer Spitze. Ein perfektes Pirouettenröckchen. »Aber nicht schon wieder heulen«, sagte Antonia und zwinkerte ihr zu. Pauline wischte sich mit dem Ärmel übers Gesicht. »Das Schönste an Weihnachten«, dachte Pauline glücklich, »das Allerschönste ist, dass es immer anders kommt, als man denkt.« »Das Allerschönste an Weihnachten ist für mich, mit der Familie zusammen zu sein, auch wenn es dieses Jahr vielleicht nicht so sein kann,
wie es normal ist. Aber lassen wir uns überraschen, was uns Weihnachten alles für Überraschungen bringt.